Hallo ihr Lieben, endlich ist meine Ankastrum Küchenmaschine da und ich möchte die euch einmal vorstellen. Ich mache das Paket mit euch zusammen auf. Ich bin sehr gespannt, weil wie gesagt, das ist meine erste Küchenmaschine, die ich überhaupt benutzen werde und bin genauso neugierig wie ihr. Bevor ich natürlich mich für diese Küchenmaschine entschieden habe, habe ich natürlich erstmal recherchiert. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich leider eine Küchenmaschine jetzt benutzen muss, weil ich Gelenkschmerzen habe und meine Gelenke jetzt nicht noch mehr strapazieren möchte. Für mich war natürlich wichtig, was brauche ich, was mache ich. Ich koche und backe jeden Tag und mache viel mit Hefeteig und auch schweren Teig wie Nudelteig und Mantelteig. Und da müsste ich eine Küchenmaschine haben, die das Ganze auch leisten kann und die müsste dann auch einen großen Fassungsvermögen haben. Die Küchenmaschine habe ich erst bei Cooking für Lisa gesehen und habe sofort gedacht, die musst du haben und habe mich dann nochmal mit Lisa in Kontakt gesetzt und sie war dann so lieb und hat mir dann erzählt, was die Küchenmaschine so alles kann. Und dann haben wir uns natürlich sofort an die Firma gewendet, dass ich dann auch so eine Küchenmaschine haben möchte, ob sie mir das sponsern können. Die waren so lieb, haben sich meine Kanäle angeguckt und haben auch gesehen, dass ich bis jetzt noch nie mit einer Küchenmaschine gearbeitet habe und haben mir netterweise diese Küchenmaschine geschickt. Also für dieses Video bekomme ich kein Geld und das ist auch keine Werbung. Ich habe nur die Küchenmaschine zum Test bekommen. Erstmal natürlich Handbuch, das ist ja sehr, sehr wichtig. Das lege ich mal beiseite und möchte euch die Farbe zeigen. Es gab so viele Farben, ich wusste ehrlich gesagt nicht, für welche Farbe mich entscheiden sollte. Und dann haben wir zu Hause abgestimmt und diese Farbe hat gewonnen. So, das wird dann wohl der Knethaken sein. Ihr seht ja, dass das richtig stabil ist. So, ich weiß leider erstmal nicht, was das alles ist. Muss ich selber noch mal gucken. Wie gesagt, ich kenne mich mit einer Küchenmaschine nicht aus. So, jetzt kommt die Maschine raus. Ich glaube, ich nehme das Paket mal runter. Das ist dann die Maschine. Und eine sehr schöne Farbe, ne? Es gab die Maschine in Mintgrün, in Hellblau, in Rosa, in Weiß, Silber, Schwarz. Es gab so viele Farben. Wir haben zu Hause alle abgestimmt und haben uns dann für diese Farbe geeinigt. Und das ist dann der Rührschüssel. Wie gesagt, ich muss mir das Ganze erstmal angucken. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich muss erstmal, so geht das ab. Das ist wirklich für viele von euch ist das bestimmt selbstverständlich, aber für mich leider nicht, weil ich mich damit nicht auskenne. Okay, das ist der Rührschüssel. Das überhaupt. Hier ist dann auch der Stecker. Okay, das kommt einfach nach oben und dann kann ich das reinschieben. Das ist dann der Teigschaber an der Seite. Das kommt dann einfach hier rein und dann wird der Teig an der Seite einfach immer wieder nach innen geschoben. Und das ist dann der Knethaken. So, das ist der Knethaken für einen schweren Teig, wenn ich jetzt Nudelteig machen möchte. So, jetzt nehme ich das mal ab und werde mal die durchsichtige Schüssel anmachen. Das ist dann, wenn man jetzt Kuchenteig vorbereitet oder aber auch Sahne steif schlagen möchte. So, jetzt weiß ich endlich, was der Deckel ist. Und zwar kann man hier einfach den Hefeteig vorbereiten, Deckel darüber, ohne das irgendwie zu transportieren, kann der Teig hier gehen. Das ist ja praktisch für mich, richtig super, kann ich nur sagen. Und was ich euch noch zeigen möchte, also wenn ich die Maschine jetzt anmache, dreht nicht dieser Kopf, sondern die Schüssel.
Und mit dem Teigschaber an der Seite wird der Teig dann einfach in die Mitte hineingegeben, sodass der Teig dann auch schön geknetet werden kann. Man kann den Kopf immer wieder nach innen schieben, sodass der Teig dann auch immer wieder nach innen extra geschoben werden kann. So, was gibt es dann noch weitere Funktionen? Dann kann man hier noch einen Fleischwolf ansetzen oder Nudelwalze. Was ich zu der Küchenmaschine noch sagen möchte, 7 Jahre Garantie hat man. Das ist eine sehr gute Leistung für mich, weil günstig ist die Maschine nicht. Und wenn ich so viel Geld bezahle, möchte ich auch ein bisschen mehr davon haben. Und das ist alles Edelstahl und 1500 Watt Leistung. Ich will jetzt diese Schüssel nochmal ausprobieren und gucken, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, ich bin jetzt sehr neugierig und möchte euch das alles auch zeigen. Ich mache den hier einmal an. Und hier dreht sich nur der Kopf und nicht die Schüssel. Und hier kann man die Geschwindigkeit dann variieren. Die andere Schüssel herangemacht, weil ich einmal gucken möchte, wie dieser Knethaken rangemacht wird, weil wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Also das kommt erstmal hier rein und das muss ja irgendwie... Ah, jetzt verstehe ich das. Und dann wird das... Ah, jetzt kann man damit auch den Teig immer nach innen schieben. Und Teigschaber wird dann einfach nochmal rangemacht. Der Teig wird dann an der Seite nach innen geschoben. Mehr möchte ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich kenne mich auch mehr nicht aus. Das werden wir dann in den nächsten Wochen immer mit meinen Rezepten zusammen sehen. Hiermit möchte ich mich natürlich herzlich bei Ankastrum bedanken für die tolle Küchenmaschine. Was war mein erster Eindruck? Wie gesagt, da ich ja noch nie eine Küchenmaschine gehabt habe, war ich erstmal begeistert von der Maschine und freue mich, die Funktion einfach kennenzulernen. Das Wichtigste ist natürlich, dass mich das ein bisschen entlastet, würde ich sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch, bedanke mich herzlich, dass ihr mir zugehört habt und sage Tschüss, bis zum nächsten Rezeptvideo.